Hallo meine Liebe, ja, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute eine Tagesbotschaft machen und schauen, was die Energien uns hier sagen möchten. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, ups, da ist schon ein Mondorakel rausgefallen. Okay, schaue nach dem größeren Bild, also look at the bigger picture. Ja, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du einen Tunnelblick hast, wo du vielleicht zurzeit nicht das Gute erkennen kannst. Na, oft ist es so tatsächlich. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, irgendwie gehen viele Dinge in deinem Leben verloren oder sind gerade so am Abbrechen. Aber bedenke immer, dass das Universum immer erstmal Platz schafft, um neue, schöne Dinge ins Leben zu lassen. Ja? Und das könnte hier der Hinweis in der Tagesbotschaft für dich sein, dass du hier nach dem großen Ganzen schauen sollst. Dann nehmen wir noch eine Seele. Botschaft. Da haben wir zwei Karten. Wir haben einmal das Vertrauen und einmal den Wachstum. Also hier möchte dir das Orakel sagen, bleib definitiv im Vertrauen. Ja, halte nicht zwanghaft an Dingen fest, die vielleicht auch gar nicht mehr zu deinem Wunsch-Ich passen. Und hier ist der Wachstum für dich angezeigt. Das heißt, selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, es geht gerade zwei Schritte zurück, kann das wirklich ein Trugschluss sein, weil das, wie gesagt, der Raum muss erstmal frei gemacht werden, um dass eben neue Dinge reinkommen können, ja? Und genau, hier ist das Thema Wachstum für dich angezeigt. Also egal, mit welcher Situation du jetzt hier mit in Resonanz gehst, hab wirklich Vertrauen, es ist für dich Wachstum angezeigt. Okay, dann schauen wir mit dem Tarot weiter, was die Tagesbotschaft dir noch mitteilen möchte. Wir haben hier die Königin der Stäbe, den Ritter der Stäbe. Ich werde jetzt sechs Karten nehmen, die wir dann im Anschluss nochmal abklären. Wir haben die vier der Stäbe. So, hier geht es um eine Verbindung. Wir haben die neun der Stäbe. Den Page der Münzen. Und was haben wir hier? Und wir haben hier den Narr. Okay, ja, und hier ist ja schon der Neuanfang angezeigt, ne? Wir nehmen jetzt heute die Secret Key Cards zum Abklären, was die Tagesbotschaft hier für dich ja, mitteilen darf. Auf die Königin der Stäbe bitte. Eine Klärungskarte. Wir haben hier die Witwe. Also, das ist so interessant. Die Witwe bedeutet, oder da geht es auch um das Thema Loslassen, ja? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo dich sehr enttäuscht hat. Oder du hast das Gefühl, du hast einen großen Verlust erlitten, ja? Das kann sich um vielleicht auch einen Job handeln oder um eine Person handeln, wo du jetzt vielleicht das Gefühl hast, jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass genau das, deshalb auch das Mondorakel, schau nach dem großen Ganzen, genau das, so schwer es sich vielleicht für dich gerade anfühlt, aber auch die Tür für deinen persönlichen Wachstum bedeuten kann. Ja, wenn du jetzt das Gefühl hattest, mein Ego hat da vielleicht nur dran festgehalten, aber die Situation oder der Mensch hat mir eigentlich gar nicht so wirklich gut getan. Eigentlich habe ich immer so eine schlechte, so ein schlechtes Gefühl unterschwellig gehabt. Und hier geht es jetzt darum, Vertrauen zu haben, dass für dich hier der Wachstum angezeigt ist, auch wenn du das Gefühl hast zurzeit, dass es eher um einen Verlust geht. Lass uns mal auf den Ritter der Stäbe schauen. Wir haben den Kompass. Ja, und hier tatsächlich sehe ich eine plötzliche Begegnung mit einem, vielleicht geht es um ein Feuerzeichen, muss es aber auch nicht. Ich nehme hier auch eine ganz plötzliche Begegnung wahr. Ja, und zwar, sobald du, sag ich mal, dieses große Ganze erkennst und, sag ich mal, von innen dich versuchst, in alle Richtungen auszurichten, ja? Und zack, wird hier eine Begegnung mit einem Ritter der Stäbe stattfinden. Ich habe das Gefühl, irgendwie draußen läufst du durch die Gegend oder bist auf einem Event und zack, werdet ihr euch sowas von sofort erkennen und da wird es dann sofort so einen Enthusiasmus auch geben. Das nehme ich hier wahr, ja? Und das ist vielleicht sogar auch diese Situation oder dieser Mensch, wo das Universum erstmal gewartet hat,
dass ein gewisser Raum frei wird, also Altes losgelassen wird, damit etwas Neues in dein Leben reinkommen kann, ja? Auf die vier der Stäbe haben wir den unabhängigen Mann. Okay, da geht es um eine Seelenverbindung mit einem unabhängigen Mann. Lass uns da würde ich tatsächlich nochmal zu dem unabhängigen Mann mit dem Tarot Klärungskarten ziehen, was das zu bedeuten hat. Was ist dieser wer ist dieser unabhängige Mann auf die vier der Stäbe? Okay, ah, das ist super, das ist so krass, ja. Also wir haben die 2 der Münzen und die 5 der Schwerter. Hier habe ich ganz klar das Gefühl, meine Liebe oder mein Lieber, dass du hier nochmal vom Universum getestet wirst. Vielleicht geht es eben gerade bei diesem unabhängigen Mann oder Menschen, es kann auch natürlich eine Frau sein, darum, dass du sehr viel drauf gebaut hast, sehr viel dir erhofft hast, dass es vielleicht eine Seelenverbindung hätte sein können, ja, aber es dir irgendwie nicht gut getan hat. Und hier nehme ich tatsächlich das Thema Loslassen wahr. Dieser Mensch war sehr wankelmütig, ja, dieser Mensch war auch vielleicht sogar mit narzisstischen Zügen sehr egoistisch, aber du hast dich so verbunden zu diesem Menschen gefühlt und das hat dich irgendwie auch so oder dir so viel Energie geraubt, dass genau das dich irgendwie auch von deinem persönlichen Wachstum ferngehalten hat. Und deshalb hier nämlich ganz stark war, dass hier nochmal dieser Test auf dich zukommt, inwieweit, wenn du beispielsweise jetzt wirklich dann loslässt, ja, und dann wieder so zum Leuchten kommst und dann dieser Mensch zum Beispiel wieder zurückkommen sollte, ja, ob du dann wirklich bei dir bleibst oder ob du dich wirklich für neue Möglichkeiten öffnen kannst und zwar deiner Seele folgst und nur noch Dinge annimmst in dein Leben, wo du wirklich ein gutes Gefühl auch hast, ja, wo du keinen Bauchkrummeln hast oder ein schlechtes Bauchgefühl irgendwo auch unterschwellig hast. Ja, das ist super interessant, ja, weil das Universum testet uns auch immer mal ganz gerne, ob wir jetzt wirklich bereit sind für den Wachstum in unserem Leben. Genau. So, dann machen wir mal weiter mit den 9 der Stäben. Hier haben wir den Turm des Aufstiegs und wir haben das Roulette. Ja, und hier geht es jetzt wirklich darum, ja, gerade auch mit den 9 der Stäben. Das ist immer auch so eine Karte, wo man einfach auch schon gewisse Dinge erfahren hat, die irgendwie auch Narben hinterlassen haben in der Seele oder vielleicht sogar auch körperlich, ja. Und hier darfst du jetzt wirklich mutig sein und dein Glück herausfordern. Das heißt, auch mit diesem Test, den ich hier wahrnehme vom Universum, da darfst du sicherlich auch nochmal jetzt mutig Kante zeigen, wenn du jetzt sagst, okay, dieser Mensch war wirklich egoistisch, der hatte narzisstische Züge und im Endeffekt habe ich viel mehr reingegeben als dieser Mensch und da geht es dann darum, gerade hier auch nochmal dieser Test vom Universum, bist du wirklich bereit für die Erfolgswelle in deinem Leben, ja? Und gib dich wirklich nur quasi mit Menschen ab, wo du wirklich auch die Anerkennung bekommst, dass du gut so bist, wie du bist und dass die Menschen dir auch zeigen, dass du einfach eine tolle, wertvolle Person bist und dass sie einfach glücklich sind und dich wertschätzen, dich im Leben zu haben. Und wenn das eben nicht so sein sollte, wie jetzt hier, was ich wahrnehme, weil hier was eine sehr egoistische und schwankende Energie liegt, ja, dann versuche dich nicht wieder zurückwerfen zu lassen. Und hier geht es eben dann darum, auch wenn es für dich bedeutet, das Gefühl zu haben, ein Risiko einzugehen, weil natürlich die Zukunft noch das Unbekannte ist und das Unbekannte auch manchmal Angst machen kann, weil wir nicht wissen, was da vorne liegt. Aber oft ist es dann, wenn wir unserer Seele natürlich folgen, ist der Wachstum einfach auch angezeigt. Und die Tagesbotschaft, ich möchte dir sagen, der Wachstum, der steht hier für dich an. Okay, dann haben wir den Page der Münzen. Hier haben wir die unabhängige Frau und ich möchte auch auf den Nah noch eine Klärungskarte haben. Und wir haben den tüchtigen Mann und an der Unterseite haben wir die Schöpferhand. Das für, und die Wunderlampe, die Wunscherfüllung, okay. Das finde ich super toll, weil ab dem Moment, wo du dich unabhängig machst, ja, und irgendwelche toxischen Bänder durchschneidest von Menschen oder von vielleicht auch Wohnort oder Job, wo du drin steckst, ja, sobald du, sag ich mal, den Fokus wieder auf dich zurücknimmst und deine Macht deines Lebens auf dich zurücknimmst, dann wird hier quasi wirklich dir etwas ganz Tolles gereicht vom
vom Universum. Und auch hier der Neuanfang ist gefallen für dich, ja, also was ganz Neues tatsächlich. Und da geht es wirklich um das Thema Angstbewältigung. Und dann haben wir hier nämlich auch den tüchtigen Mann. Und ich nehme den tüchtigen Mann tatsächlich mit dieser Begegnung hier oben statt, wenn hier diese Neuausrichtung stattfindet, wenn man hier diesen Horizont auch erweitert und nicht nur den Blickwinkel auf die Vergangenheit hat. Denn dann sehe ich hier, wartet das Wachstum. Auf der Schöpferhand ist auch das Wachstum angezeigt, das große Glück und der Neubeginn. Dann kommen die Geschenke des Universums für dich reingeflattert. Dann passiert hier eine Wunscherfüllung, ja. Und genau auch mit dem Nas, das nochmal eine Botschaft. Versuche dich nicht von deinen Ängsten zu leiten zu lassen, sondern wirklich ganz intuitiv dich führen zu lassen, ja. Dann wirst du auch ganz automatisch für dich die richtigen Entscheidungen treffen und in die richtigen Richtungen auch gehen. Und dann werden für dich einfach auch die Menschen und die Ereignisse in dein Leben kommen, die dir Wachstum bringen. Und da geht es jetzt erstmal auch um das Thema Vertrauen und das größere Bild zu verstehen. Vielleicht hat diese Situation auch wirklich, ich bin ja davon überzeugt, dass alles, was uns im Leben passiert, uns irgendetwas aufzeigen soll. Und vielleicht solltest du erstmal hier in diesen Wachstum gehen, um dich wirklich auch bereit zu machen für das Größere, damit du es auch wirklich annehmen kannst. Weil oft sagt man, okay, man wünscht sich das, aber schlussendlich tut man das unterbewusst sabotieren, weil man das irgendwie sich gar nicht zutraut, das wert zu sein. Ja, genau. Ja, meine Lieben, das war die Botschaft für heute. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gegangen bist. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss.